Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohne Grenzen. Heute möchte ich mit einer Frage an Sie in die Sendung starten. Können Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer Fußball spielen? Die Antwort ist ganz klar, ja. Und wenn Sie sich an der Stelle jetzt fragen, aber wie bitte soll das funktionieren, dann müssen Sie unbedingt dranbleiben. Wir werden diese Frage im Laufe unserer Sendung heute ganz ausführlich beantworten. E-Rollstuhl ist heute das Hauptthema unserer Sendung. Wir sind zu Gast bei den besten E-Rolli-Fußballern des Landes. Wir erleben hier heute einen intensiven Spieltag für die heimischen E-Rolli-Fußballerinnen und Fußballer. Wir sind mit der Kamera dabei, insgesamt 4 Teams der Liga und das Nationalteam. Sie trainieren und feilen an ihrer Kondition und an den Spieltaktiken, um für das Vier-Nationen-Turnier, das in Kürze in München stattfinden wird, gerüstet zu sein. Die Thunder Eagles aus Wien in Schwarz empfangen die Wild Wheels aus dem Burgenland in ihrer Trainingsstätte in Wien-Brigittenau. Der Wiener Verein hat im österreichischen E-Rolli-Fußball die längste Tradition. Seit 2012 wird in der Bundeshauptstadt trainiert. 4 Jahre später ist das Burgenland nachgezogen, wo die Wild Wheels mittlerweile 2 Teams aufgebaut haben. In den ersten Spielminuten stehen die Gäste aus dem Burgenland noch etwas unter Druck und brauchen Zeit, um ihre Form zu beweisen. Spätestens nach dem ersten Tor von Henry Ziegner, das die Wild Wheels mit 1:0 in Führung bringt, gewinnen sie an Selbstvertrauen. Auch der zweite Treffer für die Wild Wheels geht auf das Konto des Jüngsten im Team. Ja, der Henry ist ein geborener Goalgetter, das wissen wir jetzt schon einige Jahre. Auch trotz seines jungen Alters ist er schon ein paar Jahre bei uns und hat immer wieder bewiesen, dass er für das ein oder andere Tor gut ist. Michael Ferchenbauer legt nochmal nach und sorgt für den Endstand von 3:0. Die Wild Wheels übernehmen mit ihrem Sieg die Tabellenführung. Wir haben fleißig trainiert, würde ich mal sagen, uns lange auf das Match vorbereitet und freuen uns, dass die Revanche heute geklappt hat. Ich muss leider sagen, dass die Niederlage verdient war. Es war einfach, die Performance am Feld war nicht das, was wir uns erwartet haben. Vor allem nach dem ersten Tor, nach dem Rückstand, war die Mentalität meiner Meinung nach schlechter geworden. Dann sind leider noch 2 nachgekommen. Das große Ziel der Wild Wheels ist, sich in dieser Saison ihren ersten Meistertitel zu sichern. Doch davor haben die SpielerInnen der beiden Teams noch eine gemeinsame Mission. Anfang Juni als Nationalteam beim Vier-Länder-Turnier zu punkten. Die Thunder Eagles und die Wild Wheels tauschen also ihre Dressen und damit auch ihre Rollen und bereiten sich auf das internationale Turnier vor. Ich freue mich schon drauf. Beim letzten Mal, wo wir gegen die Teams gespielt haben, gegen die wir spielen werden, ging es leider nicht so gut aus. Deswegen hoffe ich auf eine gute Revanche und dass wir dort gut abschneiden. Damit E-Rolli-Fußball in Österreich weiterhin wachsen kann, braucht es mehr Nachwuchs. Deshalb laden die Vereine alle Interessierten ein, sich zu melden. Und 2 der Nationalteamspieler sind jetzt bei mir, worüber ich mich sehr freue. Ilias Jusic und Henry Ziegner. Schön, dass ihr da seid. Elias, ich möchte mit dir anfangen. Wie fällt denn deine Bilanz aus? Ihr habt da jetzt, es war das letzte Training oder letzte auch Turnier vor dem Vier-Nationen-Turnier. Mit welchem Gefühl fährst du jetzt nach München? Sagen wir mal so, wir sind ready, wenn wir nicht aufgeregt sind. Schauen wir mal, was wir dort leisten können. Also schon zuversichtlich. Wie schätzt du deine Nerven ein? Weil du sagst, wenn du nicht aufgeregt bist, wie sehr halten deine Nerven oder auch manchmal nicht? Ich bin eigentlich schon. Also ich habe Nerven, die halten bei mir auch. Aber es ist halt dann immer, kommt es aufs Spiel an. Wenn man davor ein Spiel hatte, was schlecht war, dann ist das nächste dann ein bisschen mit den Nerven schon. Aber wenn man wirklich sagt von Anfang an, so jetzt machen wir es, dann soll es eh gehen. Also das Abhaken fällt dann schon letztendlich manchmal schwer, das vorige Spiel abzuhaken? Es kommt auf den Tag an, auf die Situation, auf das Match, auf das Turnier. Also es hat schon viele Faktoren, so, okay, auf die es ankommt. Henry,
Du mit deinen 16 Jahren, wie mental stark nimmst du dich selber wahr? Wie sehr halten deine Nerven? Also meine Nerven würde ich schon gut einschätzen. Aber es ist ja auch schwierig, wie der Ilias gerade gesagt hat, vom Spiel zu Spiel ist es unterschiedlich. Und auf die Tagesverfassung kommt es halt drauf an. Okay. Einen weiteren Aspekt möchte ich gerne ansprechen. Ilias, du hast einen neuen Rollstuhl, einen neuen Sportrollstuhl. Worauf kommt es beim E-Rolli fürs Fußballspielen denn an? Ja, auf die Mobilität des Rollstuhls, sagen wir mal, auf das, wie schnell reagiert er, wie schnell kommt man jetzt von A nach B und so. Wir dürfen 10 km/h fahren und dann dieses bis zu 10 km/h. Ist halt jeder Rollstuhl anders. Zum Beispiel, es gibt Schwächere, die beschleunigen langsam, die beschleunigen sehr schnell, habe ich vorhin gesehen. Und ja. Was mich besonders beeindruckt hat, ist diese schnelle Drehung und da kriegt der Ball so ein richtiges, das sieht man im Fernsehen, finde ich gar nicht so. Das hat man hier jetzt live, hat mich sehr beeindruckt. Wie lernst du das auch abzuschätzen dann, wenn du dich um eine ganze Runde drehst? Das kommt mit der Zeit eher so. Also man probiert es halt immer wieder natürlich. Im Match ist es dann wieder anders, weil alle relativ eng beieinander stehen und so weiter. Und man muss halt aufpassen, halt, dass man eben niemanden reinfährt. Aber wenn man ihn schöner wischt und so, dann geht der Ball ganz schnell. Von welchem Fehler hast du denn gemacht? Du bist mittlerweile ein Routinier, von dem der Henry vielleicht lernen könnte, profitieren könnte. Boah. Keine Ahnung eigentlich. Keine Fehler gemacht? Schon Fehler auch gemacht. Ja, man darf nicht viel eigen spielen. Man muss schon schauen, dass man den Ball schön verteilt. Und alle im Team, weil es eben ein Teamsport ist. Also alleine kommt man nicht weit. Mhm. Bei mir war es am Anfang so, ich glaube, ich habe am Anfang sehr viel eigen gespielt. Das heißt, so ein bisschen den Ball für dich behalten? Ja, ja, also früher abgeben und so weiter, das war so meins früher. Mhm. Ja. Was ist denn, glaubst du, dass du als junger, motivierter Fußballer mit ins Team bringst, dein Benefit oder was? Also ich glaube, ich bin im Sturm eiskalt und nütze die meisten Torchancen und ich bringe vielleicht ein bisschen Spaß ins Team mit rein, dass nicht alles so ernst immer ist. Also du kannst es bestätigen. Schon so. Ich glaube, das ist gerade auch das, oder? Dass man Spaß hat dabei und das alles nicht ganz so ernst nimmt. Dann fällt es auch irgendwie leichter. Und vielleicht ist das auch gerade dein Erfolgsgeheimnis. Du hast heute 2 Tore geschossen in der Liga und hast damit dein Team, die Wild Wheels aus dem Burgenland, an die Tabellenspitze geschossen. Was bedeutet dir das? Also das war schon sehr wichtig, weil das letzte Spiel haben wir gegen die Thunder Eagles verloren. Mhm. Wir wollten heute die Revanche machen. Und die Revanche ist Gott sei Dank geglückt. Und ja, ich freue mich für mein Team. Und so kann es weitergehen. Ich wünsche euch beiden jetzt mal alles Gute fürs 4-Nationen-Turnier. Danke. Danke. Bei mir sind jetzt Karin Ofenbeck und Leo Vasile. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Karin, wie fällt denn deine Tagesbilanz aus? Du hast 2 Tore geschossen. Genau. Bei den ersten Ligaspielen habe ich 2 Tore geschossen. Insofern bin ich ganz zufrieden. Wie ehrgeizig schätzt du dich denn selber ein? Ja, natürlich, man will immer gewinnen. Mhm. Ja. Bist du auch eine gute Verliererin? Ich denke, ja. Du bist im erweiterten Kader des Nationalteams. Wie oft hast du schon gespielt? Im Nationalteam? Im Nationalteam? Ja, wir waren schon auch international mit dem Nationalteam. Einmal in England und auch in Österreich. Haben wir da schon Stimme. Und der Wunsch ist auch in Zukunft öfter im Nationalteam aktiv dabei zu sein. Leo Vasile, Sie sind der Trainer des Nationalteams. Mit welcher Bilanz fahren Sie jetzt auch zum 4-Nationen-Turnier? Wir waren vor halbes Jahr in Genf. Mhm. Da haben wir gegen Gegner, die wir auch in München treffen werden. Teilweise haben wir gegen sie gut abgeschnitten, teilweise weniger gut abgeschnitten. Und wir versuchen, das, was weniger gut war, das auszubessern. Und, was ist das konkret? Konkret ist es auch, was Taktisches angeht, was Mentale auch angeht, Einstellung, damit ich ins Spiel gehe und nach einem Fehler wieder mich aufrichte, um die nächste Aktion in Angriff zu nehmen. Das sind Sachen, die mit der Erfahrung dazu kommen. Und dann versuchen wir zu sehen, ob wir schon den nächsten Schritt gemacht haben.
bin sehr gespannt, wie das sein wird. Welche Struktur wünschen Sie sich denn oder was sollte man in der Struktur ändern, um den E-Rolli-Fußball in Österreich zu optimieren, perfektionieren? Ich glaube, in erster Linie beginnt in der Breite. Wir sind sehr dünn besetzt, was Spieler und Spielerinnen angeht. Wir sind momentan nur in 2 Bundesländern aktiv und das ist relativ wenig. Also in mehr Bundesländern? Ich hätte schon gerne, dass zumindest wir waren in Steiermark schon aktiv, in Oberösterreich und momentan ist da noch nicht so, wie ich mir persönlich wünsche und die anderen auch. Dann wünsche ich Ihnen, euch viel Erfolg bei euren weiteren Turnieren. Alles vielen, Gute vielen Dank. Für München. Danke. Dankeschön. Fürs Gespräch.